Was am Anfang relativ schwer für mich war, sowas wie Formate und sowas, wie viel Kilobits steckst du quasi in dein Video rein, also Qualität, wie viel ist genug, damit das Video gut aussieht, aber dass es nicht zu viel ist, dass die Datei zu groß wird und ewig dauert zum Hochladen. Das ist so ein, beim Anfang, schwierig, das erstmal alles so reinbekommen. Wie viel Video, wie groß darf dein Video sein oder so. Das ist am Anfang eigentlich das, was das Schwierige dabei ist, sag ich mal. Weil am Anfang war entweder mein Video so klein, ne, dann sah mein Video echt beschissen aus, war total verpixelt und alles. Und ja, dann habe ich das Problem gehabt, dann war meine Datei zu groß. Qualität war so Bombe, aber dann war das so, keine Ahnung, 80 GB groß, mein Video. Und dann dauert das halt, keine Ahnung, 10 Stunden ein Video hochzuladen. Das geht dann halt auch nicht, ne? Und das, und was ich auch, womit ich sehr viele Probleme habe, sind Thumbnails. Also, mittlerweile bin ich ganz zufrieden, könnte aber auch noch besser sein mit meinen Thumbnails. Da hatte ich auch lange, lange Zeit Probleme mit, sag ich mal. Und mit dem Audio. Audio ist auch nochmal so eine Sache. Aufzeichnen von Stimme. Damit bin ich jetzt aktuell zufrieden. Mit dem Aufzeichnen meiner Stimme. Früher war ich es jetzt nicht so. Sind auch viele Einstellungen, wo man immer sehr viel hin und her probieren muss. Man guckt sich da tausende Videos an und hofft, dass man da irgendwo einen Tipp bekommt und irgendwann durch irgendwelche Versuche klappt's dann mal. Wird es noch ein 2000er Abo-Special geben? Stimmt, das wollte ich eigentlich irgendwie machen, ne? Achso, ich darf ja wieder heilen. Stimmt. Beziehungsweise, warte mal, das 2000er Abo-Special war eigentlich eines meiner Angespielt-Projekte, mehr oder weniger. Ist eigentlich so der Plan, dass ich das irgendwie so als 2000er Abo-Specials nehme, sag ich mal. Ich wüsste halt auch nicht, was ich sonst so als 2000er Abo-Special machen sollte. So, warte mal, was haben wir noch für, Achso, hier war das auch so komisch hier. Was du machst, YouTube nicht hauptberuflich, das hätte ich nicht gedacht, wenn man bedenkt, wie viel du hochlegst. Ja, ich investiere aber echt viel Zeit halt rein. YouTube hat irgendwie so einen Längenlimit, je nachdem, wie viele Subs du hast, oder? Also, ich habe mittlerweile schon ein Nebengewerbe angemeldet für YouTube. Verdiene auch so ungefähr 150 Euro im Monat damit. Und jetzt aber hauptberuflich zu machen, würde es halt nicht reichen. Bei der Michael Lachs, bei den anderen auch? Was mache ich denn hier? Ich vertiefe mich immer ins Labern. Sorry, Leute. Das tut mir leid. Ich muss jetzt zum King. Schauerland kenne ich nicht. I don't know, who is Showerland. Okay. Ja, Jens, ich weiß, aber ich habe mich gerade verlabert. Lass mal kurz überlegen. Ich werde... Ja, ich werde, glaube ich, schnell... in den Kukiri-Wald laufen. Er macht viel Grusel-Content, okay. Abo zu Lactis, beziehungsweise er hängt kurz, aber nicht schlimm. Okay. Ich hoffe, es ist nicht zu krass. Okay, 2 Minuten. Sind das normalerweise auch 2 Minuten? Du Scheiße. Hui! Horror-Gamer-YouTuber, okay. Sagt mir jetzt tatsächlich erstmal so nix. Ba-ba-ba-ba-bam. Ach so, ja, anvisiert habe ich trotzdem. Entscheidet ihr mal, ob das gilt oder nicht. Also ich muss ihn ja anvisieren, um... Alter, der Klotzfrosch, wie sieht der denn aus? Das ist auch nicht normal, oder? Entscheidet ihr, ob das okay war oder nicht. Ich muss ihn auf jeden Fall anvisieren zum Dingsen. Aber ist für euch. Ist für euch, dürft ihr entscheiden.
Gott, die Quest ist so schlimm wegen der Zeitlimit. Ich finde, über den Teleporter geht es eigentlich relativ gut, muss man sagen. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. So, ich mache das aber auch über die Erbse. Nicht mit dem Bogen. Enterhaken. Zack. Hä, wieso haben wir jetzt wieder zwei... Hä? Die Zeit ist gerade hochgegangen. Ach nee, ist ja die andere Zeit. Sorry. Die Zeit vom Klotzfrosch ist weg. Haben wir den noch? Jo. Das sieht so lustig aus. Ah, ich muss jetzt zum See. Ah, ich bin so hohl. Was ist denn nur los heute mit mir? Ach Leute, ich bin heute hoffnungslos. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Sperrt mich ein. Ich bring dem Gehohn jetzt den Frosch. Was mache ich denn nur? Was mache ich denn? Ich bin heute ein hoffnungsloser Fall. Tut mir leid. Oh Gott. Geil. Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Das wird schwierig. Nee. Ich glaube, das habe ich verkackt. Das ist ein fancy Shortcut. Okay, warte. Ja, wir müssen, glaube ich, jetzt wieder zurück zum Sora-König, ne? Wenn wir uns teleportieren. Oh, okay. Konzentration. Nicht so viel lesen. Konzentration. Ich dachte gerade auch, das hätte ich voll die Insider-Abkürzung, ja. Oh Mann, ich muss mich ja nur teleportieren, dann ist ja die Zeit automatisch abgelaufen, richtig? Ja, genau. Oh, ich werde automatisch zurückteleportiert. Ach cool, wusste ich gar nicht. Immer automatisch zurückteleportiert, ist das so, ja? So. Die größten Cheats und Tricks hier, ja. Nee, eigentlich nicht. Das war total dumm von mir. Sorry. Ich, war gerade komplett falsch. Wir werden dich nicht ablenken. Okay, let's go. Aber 2 Minuten sind normalerweise auch nicht normal, oder? Ich glaube, normalerweise hat man mehr. Ich glaube, normalerweise 2,30 oder 3. Wie ist das Wetter bei dir? Keine Ahnung. Auf mich abzulenken. Drei Minuten. Okay. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt schaffen überhaupt. Ba, 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 ba. Hey, Juri! Hat 5 Mitgliedschaften verschenkt. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Juri. So, wir holen mal schnell Epona, würde ich sagen. Das sollte doch als Ablenkung dienen, ne? Du. So viel zur Ablenkung. Dankeschön, Juri. So, Epona, let's go. Du bist mein Motor, du musst fressen. Los, friss, Motor, wir müssen das schaffen. Hallo, Masterachi, hallihallo. So. Nein. Hey, das ist aber... Das ist auch sau knapp, ne? Ich hasse Fußball, Shadow. Ich hasse Fußball. Ich hasse nicht Fußball, aber ich interessiere mich null für Fußball. Also, tut mir leid, da bist du komplett bei mir falsch. Also, bei Fußball leider nicht. Hallo, Elia. Hallihallo. Was geht? Oh, was ist denn mit dir los, Susanne? Alter, das ist heute schon 40. 40 Mitgliedschaften. Was ist denn nur... Die Susanne, die ballert hier raus. Ich habe nur 10 Sekunden. Warum kriege ich jetzt eine Einblendung vom See? Haiasee, weil ich das erste Mal über hier drüber betrete, oder was? Gott, das schaffe ich doch nicht mehr. Wie soll ich denn das schaffen?
Warte mal. Alter. Leute, die Mitgliedschaften, was ist denn nur los? Warum ist da ein Sound? Ja, das müsste ich auch gerne. TJ, du hängst, glaube ich, ein bisschen hinterher. Mehr Ablenkung. Ariana, hallihallo. Was geht? Hä? Kürzt doch am besten durch den Kokiri-Wald ab, da bist du schneller. Bist du sicher? Okay, wir versuchen es mal über den Kokiri-Wald. Eine Minute für uns? Okay, machen wir es so, Kitsune. Das machen wir so. So. Ein Versuch ist es wert. Stream heute nicht so flüssig. Okay. Tut mir leid, Leute, kann ich aber nichts ändern. Nice, danke, Zelle, Junge. Machen wir, wenn ich es dreimal nicht schaffe, also jetzt ist das dritte Mal gerade, dann machen wir 5 Minuten. Okay? So machen wir das. Okay, das war dumm. Aber bin ich echt über den Kokiri-Wald schneller? Ja, ich glaube ein bisschen, ne? So. Deal. So, zack, let's go. Komisch, bei mir läuft der Stream normal. So, und... Am besten Epona rufen. Ja, ja, Epona hatte ich ja gerade schon am Start, aber ich war trotzdem zu langsam. Leider. Das ist die Eisenstiefel-Challenge. Hallo? Musste alles, was du gestreamt hast, alles nachholen. Alles andere leider auch. Hab viel zu viel verpasst. Ey, ist doch kein Problem. Alles gut. Du hattest sicherlich was Wichtigeres zu tun. Jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus. Guck mal, jetzt sind wir wirklich viel schneller. Ja, der Jens hatte recht. Also so geht's wirklich schneller. Und beim anderen machen wir dann das auf jeden Fall auch so, dass wir da wieder über den Kokiri-Wald gehen, weil das geht auf jeden Fall auch viel schneller. Mit Eisenstiebel schnell sein, Genie. Die Susanne, die ballert hier die Werbung raus, ey. Was ist denn nur los? Danke, Susanne. Danke, danke. Bei mir geht's eigentlich mit dem Stream. Hat nur einmal gehangen, aber nicht geladen halt. Kurz gestottert. Okay, das passt doch. Guck mal, jetzt sind wir auf jeden Fall schon... Ja, 20 Sekunden schneller. Easy, jetzt haben wir's. So. Aber jetzt geht's ja gleich weiter. Oh, wow. Lecker. Ein Klotzfrosch. Im Gefängnis. Was ist da los gewesen? Ich hoffe, nichts Ernstes, nichts Schlimmes und du warst nicht dran schuld? Armer Kerl. Gut, vielleicht hängst du bei mir auch nicht, weil ich mit 360p gucke. Ja gut, das... Ja, wenn. Keine Ahnung. Also, ich hoffe, bei mir liegt's... Also, wenn es an mir liegt, müsstest du den Hänger auch mit 360p haben. Sagen wir es mal so. Was beim Twilight Princess Randomizer geht, muss auch hier klappen. Hallo, Epona. Du, didelu. So, okay, jetzt schnell. Kirito, hallihallo. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Bei mir ist alles fit, ja? Bei dir hoffentlich auch. Ich bin mit Epona nie mit den Zäunen klargekommen. Damals war der N64 nicht allzu gnädig mit dem Winkel. Das stimmt. Ja, guck mal hier. Jetzt geht nämlich auch schon los. Hier hüpft nämlich Epona auch gerne mal nicht drüber. Na! Jetzt, wo du sagst! Warum sagst du das, Chris? Warum sagst du das? Genau, Tauschquest, ja, da sind wir gerade. Und die Zeit ist halt ein bisschen knapper eingestellt hier im Heck. Zaun ist Endboss. Und der Baum auch. Alter, Epona, was ist denn los? Sei doch lieb. Hey, Juri, was ist da los? Ah, Kirito hat auch einen bekommen. Sehr schön.
Alter, Leute, was ist denn nur los heute mit euch? Ihr eskaliert ja vollkommen. Was macht ihr denn da? Vielen Dank, Juri. Dankeschön. Ey, du schämst dich eigentlich nicht, dass du Wacker umgebracht hast? Wollte dich hier öffentlich anklagen. Ich kann nichts dafür, der ist einfach gestorben. Ich habe dir nur eins mit dem Hammer auf den Kopf gegeben. Was soll ich denn, was kann ich denn dafür? Das ist doch kein Grund zu sterben, oder? So. Schau mal, hinter dir zählt der Junge, da ist glaube ich ein rosa Elefant. Ich möchte nicht. Ich habe Angst vor rosa Elefanten. Das ist doch aus Deponia, oder? Mit den rosa Elefanten. Gott, das wird echt knapp. Schaffe ich das? Ich hoffe, der Timer läuft ab. Danke, danke, Ariane. Ihr seid so gnädig. So, ich habe den Timer resettet mal, ne? So, zack. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Du bist zu langsam. Runter, Erbse. Magst du Pizza und welche? Mmh. Gibt viele geile Pizzen. Boah, wir haben immer noch 25 Sekunden? Was? Haben wir geschafft. Let's go. Babam, Leute. Das ist spannend. Ja. Wow. Die Ablenkung war nicht gut genug. Claim check. Achso, jetzt müssen wir ja eine Nacht warten. Oder geht das hier sofort? Hier, nimm. Oh, jetzt müssen wir warten. So. Pizza. Warte. Pizza? Pizza? Wie heißt die Pizza mit Parma-Schinken? Pizza Parma, ne? Pizza Parma. Pizza Parma ist, mit Rucola und, Alter, der ist so geil. Die ist so gut, die Pizza. Düdelü. Ansonsten, eine richtig gute Margarita-Pizza ist auch geil. Pizza Diavolo bin ich auch voll dabei. Das sind so die, meine Pizzen. Der TJ hängt voll hinterher, ey. Das müssen wir dem mal... Schreibt mal bitte in den Chat rein, dass der TJ voll hinterher hängt. Der hängt doch beim Labor fest. Der hat, glaube ich, die Zeit nicht richtig zurückgespult. Jetzt hängt es auch bei mir. Was ist denn da, Leute, los? Also, laut meiner Analytik hier müsste eigentlich alles passen, Leute. So. Hallo? Pizza ist so lecker, ja, oh. Hä? Not yet. Hey, you. You are impatient. Was heißt denn impatient? Was heißt das? Jizzen, hallihallo. Hä? Bei mir läuft das aktuell flüssig. Ich mag Züge, also nein. 3 Tage? War das schon immer 3 Tage? Ungeduldig. Ah. Ich habe noch nicht gehangen. Du. 3 Tage? War das schon immer 3 Tage, Leute? Ich habe irgendwie einen Tag im Sinn. Okay, waren schon immer 3 Tage. Meine Güte. Ich spiele, glaube ich, zu oft Randomizer. Weil beim Randomizer geht es instant. Ja, das brauchst du auch nicht. Eine gewöhnliche Pizza und sehr teuer wegen Mario. Impatient. Was? Impatient. Impatient wird das ausgesprochen. Ah. Waren schon immer 3. Du bist zu weich geworden. Ariana, danke. SAMR. So, jetzt reicht's aber, oder? Tudelü. Rubine einsammeln ist gleich Bombenspaß. Okay. Jetzt. That sword is my finest work!
Ja, Leute, wir haben das Pico-Orange-Schwert. Endlich sind wir super stark. Jetzt können wir eigentlich auch im nächsten Stream mal irgendwas machen, dass ich das Pico-Orange-Schwert nicht benutzen darf. Als Strafe. Weil Pico-Orange-Schwert ist schon imper. Das ist schon super imper. Okay. Ich hätte gern Vorschläge, Leute. Was wollen wir machen? Worauf habt ihr Bock? Also, wir könnten... Nee, warte mal. Wir brauchen jetzt den Longshot, ne? Sonst kommen wir gar nicht weiter. Wir brauchen den Longshot. Sonst kommen wir nicht weiter. Ja, Wüstentempel ist möglich, aber wir brauchen halt einen Longshot.